Ja, hallo, da musst du dich Ben mal kurz dran erinnern. Was und wie und wo und gegen wen er überhaupt gelacht hat. Ja, nach einem kurzen, losen und schmerzreichen Versuch, den Knochendrachen zu machen, der da hier irgendwo rumpimmelt, ich glaube bei der grimmigen Statue, soweit ich das gesehen habe, haben wir versucht, das erstmal ruhen zu lassen. Ich fürchte aber, dass wir den ma werden machen müssen. Die Frage ist halt nur, wie. Aber wir konnten mal weiter. Das Gebiet. Und haben mal wieder einen Geheimgang entdeckt. Alles klar. Der uns, ich weiß nicht, wohin führt. Ah ja, okay. Das scheint hier das Backroom vom Underdark zu sein. Huch. Wo kommt ihr denn her? Ja, gut. Da ist ein Zauberer. Der kriegt jetzt erstmal einen betäubenden Schlag. Kannst du mal. Ach, der ist jetzt unsichtbar. Verdammt. Leute, kommt ihr auch? Ja, ne? Gut. Dann die Kommandoeinheit. Entschuldigung. Muss mich, glaube ich, erstmal heilen. Das sind Drowsier. Was machen die alle mit Unsichtbarkeit? Da kommen ja noch mehr. Wir sind ja voll umzingelt. Das ist nicht so gut. Hier ist ein Scharfschütze. Auf wen gehen wir denn zuerst? Auf die Scharfschützen, oder? Ein paar betäubende Schläge austeilen. Gut. Nochmal. Komm. Gut. Der Seher ist gerade wieder aufsichtbar geworden. Das macht aber nichts. Dekin ist... Aua. Dekin ist vergiftet. Bei nächster Gelegenheit werden wir ihm mal helfen. Wenden. Wenn du treffen würdest, wäre das Ganze viel einfacher. Gut. Oh, Shavin geht's nicht so gut. Ist auch ein bisschen umzingelt. Gut, jetzt geht's hier ein bisschen besser. Wir machen das gleich nochmal. Und dann kümmern wir uns mal um den Seher. Was gibt's denn für Informationen? Die ungewöhnlich roten Zeichen auf den Rüstungen der Drow hier im Unterberg weisen darauf hin, dass es sich um eine spezielle Gemeinschaft oder einen besonderen Clan handelt. Okay, wir kennen uns damit auch voll aus. Benton. Benton ist geheimer Drow-Spezialist. Nicht. Shavin, hältst du noch ein bisschen durch? Sieht nicht so aus. Mit Bentons Hilfe schon. So, nochmal betäubender Schlag. Gut. Shavin. Nochmal. So, gut. Machen wir mal weiter. Du kriegst erstmal das rein. Los, haut drauf. Ja, wirft ihn mal weiter um. Sehr gut. Voll ins Gesicht getreten hier. Meine Güte. Wir haben es überlebt. Mit einer Tonne Heiltaschen, wie immer. Aber wir haben es überlebt. Erstmal speichern. Nächste Woche haben wir Episode 11 schon. Und den 21. Montag, 21. Ach, das ist schon krass, wie die Zeit so vergeht. Ne? Der Urlaub ist natürlich, wie immer, viel zu schnell vorbeigegangen. Man kennt das, vor allem noch von früher, als man in der Schule war. Was bist du denn? Ach, dieser komische Drow-Magus ist ja auch noch da. Der kriegt jetzt erstmal nochmal einen betäubenden Schlag reingedrückt. Ih, geh mal weg aus der Brühe hier. Raus aus dieser Brühe. Komm alle mit hier. Los, folgt mir, bleibt zusammen.
Diese roten Krütze wollen wir gar nicht erst stehen bleiben. So, dann speichern wir nochmal. Ist ja alles gar kein Problem. Wir haben es ja. Und dann wird gerastet. Schnarcht er erstmal mit seinem Helm da. So. Dekin kommt auch wieder in den Fokus. Na, ist hier eine Wand? Oder einfach nur eine Sackgasse? Da ist alles miteinander verbunden. Sehr schön. Gut, dann war hier noch eine Tür, oder wollen wir gar nicht hin? Achso, es wäre am schlauesten, wir gehen einfach wieder zurück, oder? Wir führen uns die Türen immer irgendwo anders hin. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn die Tür in diese Richtung, also cool in Anführungszeichen, also rein spielkonzeptmäßig, wenn die Tür in die andere Richtung anders funktionieren würde und wir dann ganz woanders rauskämen, gekommen wären, tut und tun. So, der berühmt-berüchtigte Spiegelsaal. Oh, Dalen ist hier. Dalen. Was ist da los? Einen Augenblick bitte. Ja. Willst du nicht, dass wir den Halborg befreien? Was ist, Sharwin? Ich glaube, wir sind im Spiegelsaal gelandet. Das ist einer der wenig wirklich berühmten Orte im Unterberg. Es gibt berühmte Orte im Unterberg. Selbstverständlich. Der Unterberg ist älter als Tiefwasser und wurde immer wieder von den berühmtesten Abenteurern aufgesucht. Sagt man jedenfalls. Dieser Raum hier befindet sich normalerweise am Eingang, wenn ich mich recht erinnere. Offenkundig macht sich Hallaster einen Spaß daraus, seinen kleinen Irrgarten regelmäßig neu zu arrangieren. Oh, wie gern würde ich diesen Mann mal kennenlernen. Ihr glaubt also, dieses Gewölbe wird immer wieder neu angeordnet? Worauf ihr euch verlassen könnt. Hallaster Schwarzmantel ist geistesgestört und paranoid. Er mag offenkundig keine Karten, die wirklich etwas aussagen. Und ihr würdet euch wirklich gerne mit ihm treffen wollen? Sie starrt euch ungläubig an. Ihr denn nicht? Schließlich reden wir hier von einem der größten Erzmagier, die Faerun je gesehen hat. Ich würde gerne mal mit ihm reden, nur um herauszufinden, was ihn wahnsinnig gemacht hat. Ihr seid verrückt. Könnte interessant werden. Na, selbstverständlich würde er nie mit mir über diese Dinge reden, aber wir sprechen ja ohnehin nur über eine hypothetische Situation. Hallaster würde sich mit niemandem treffen. Aber wenn ich bei euch bleibe, habe ich wahrscheinlich die größte Chance, ihn eines Tages zu sehen. Wenn in Unterberg irgendetwas Großes passiert, hat Hallaster seine Finger im Spiel. Okay, wisst ihr viel über Hallaster? Etwas, aber das ist ja auch kaum etwas über ihn, bekannt. Ein großer Erzmagier, der vor langer Zeit wahnsinnig wurde und sich in einem selbstgeschaffenen Gewölbe versteckte. Für Geselligkeit ist er nicht gerade berühmt. Okay, und der Spiegelsaal? Es gibt ein paar Leute, die den Unterberg betreten haben, aber nicht weit gekommen sind, bevor sie sich wieder auf den Rückweg machen mussten. Es sind die einzigen Überlebenden und ihren Erzählungen taucht dieser Raum immer wieder auf. Die Anordnung verändert sich zuweilen, aber in der Regel sind es immer zwei lange Spiegelreihen. Einige von ihnen sind magisch, andere nicht. Die magischen Spiegel mögen unterschiedlich sein, aber eines haben sie gemeinsam. Sie sind tödlich. Sharwin, was im Unterberg ist nicht tödlich? Ein Spiegel, der oft erwähnt wird, ist der sogenannte Gegenspiegel. Er erzeugt einen feindlichen Klon eures Selbst, der euch angreift. So viel zu einem fairen Kampf. Mhm. Wie kann man den von den anderen unterscheiden? Ich weiß es nicht. Die Geschichten scheinen zu stimmen, denn alle Spiegel sind identisch. Sonst noch was ich wissen müsste? Eigentlich nicht. Wir sollten einfach hindurchgehen, ohne die Spiegel anzusehen, aber
Ihr wollt einen Blick riskieren, nicht wahr? Natürlich wollt ihr. Weiß ich noch nicht. Erstmal kümmern... Oh, da drüben was. Da liegen tote Halborg. Gleich da. Wieso hat er keine Rüstung an? Dalen. Gegen den Drachen wärst du wahrscheinlich nützlicher als Tekin. Aua, ist das laut. Die Augen des Halborks sind weit aufgerissen. Sein Kopf fliegt von einer zur anderen Seite. Er sucht noch einen Feind, der längst verschwunden ist. Ihr steht über ihm und erst nach einer Weile treffen sich eure Blicke. Dalen, ich bin's, Shavin. Wisst ihr, wo ihr seid? Ja, ich kenne euch. Langsam kommt alles wieder. Der Kampf in Durnans Gasthof. Jetzt weiß ich wieder. Wir sind dem Betrachter bis ins Gewölbe gefolgt, gerieten aber in einen Hinterhalt. Als wir dachten, wir hätten unseren Feind in der Falle, prasselten aus der Dunkelheit ein Pfeilhagel auf uns nieder. Das Ganze ging rasend schnell. Wir haben alle gar nicht richtig überlegt, unsere unsichtbaren Angreifer flohen. Voller Zorn warf ich mich in die Dunkelheit, um ihnen nachzujagen. Schlechte Idee, Dalen. Schlechte. Ich habe diese Feiglinge nicht mehr erwischt. Und als ich die Jagd endlich aufgab, erkannte ich, dass ich mich von den anderen entfernt hatte. Danach irrte ich allein durch die Korridore. Allein und verlassen. Wisst ihr, wo eure Gefährten sind? Hat er doch gerade erzählt, Benton, aber okay. Nein, ich hatte gehofft, sie auf dem Rückweg wiederzusehen. Aber das Glück war nicht auf meiner Seite. Vielleicht sind sie ja tiefer in den Unterberg vorgedrungen. Ich hoffe, es ist ihnen besser ergangen als mir. Eigentlich müsste Tommy überleben, oder? Der müsste zum neuen Herrn des Unterbergs mit seinem Nachnamen, müsste er aufsteigen. Tommy Untergeigen vom Unterberg. Würde doch passen. Erzählt mir, was genau mit euch geschehen ist. Wir sind Betrachter bis in dieses Gewölbe gefolgt, gerieten aber in einen Hinterhalt. Und als wir dachten, das hast du doch schon erzählt. Okay, alles klar. Könnt ihr mir irgendwas über diese Gegend hier erzählen? Etwas Seltsames ist mir auf meiner Wanderung aufgefallen. Seltsam selbst für diesen Ort. Die Kreaturen des Unterbergs scheinen gegeneinander zu kämpfen. Keine große Überraschung. Ich habe früher mal gehört, dass Halastas Magie die Kreaturen des Unterbergs dazu zwingt, friedlich zusammenzuleben. Aber entweder waren diese Informationen falsch oder etwas muss sich grundlegend geändert haben. Ich konnte eine ganze Reihe erbitterter Schlachten beobachten. Glücklicherweise hatten es diese Kreaturen weniger auf mich als vielmehr auf ihresgleichen abgesehen. Ich bin mir nicht sicher, aber mir ist aufgefallen, dass es hier offenbar zwei streitende Parteien gibt, die sich gegenseitig bis aufs Blut bekämpfen. Mehr kann ich euch freilich nicht erzählen. Wisst ihr etwas über diese Spiegel hier? Ich weiß nur, dass sie nicht sind, was sie zu sein scheinen. Hier ist abgefeimte Magie am Werk. Diesen Dingern habe ich meinen Tod zu verdanken. Und wie wurdet ihr getötet? Ich war einfach zu sorglos. Bei meiner Suche nach einem Ausgang stolperte ich in diesen Spiegelsaal. Dort sah ich nicht nur mein eigenes Spiegelbild, sondern gleichzeitig funkelnde Schätze zu meinen Füßen liegen. Völlig fasziniert näherte ich mich einem Spiegel, einem der mittleren, beiden an der östlichen Wand, wenn ich mich recht entsinne. Zu meinem Entsetzen trat mein eigenes Spiegelbild plötzlich aus dem Spiegel heraus und griff mich an. Ich war völlig überrascht und geriet sofort in die Defensive. Mein bösartiger Zwilling konterte jeden Angriff, an dem Zustand, in dem ihr mich gefunden habt, konntet ihr ja erkennen, wie der Kampf ausging. Sorry fürs Stocken, Dalen. Keine Sorge, wo sich dieser Hochstapler jetzt befindet. Keine Ahnung, wo sich dieser Hochstapler jetzt befindet. Vielleicht hat er sich durch meinen Tod selbst vernichtet. Möglich auch, dass sich der Zauber mit der Zeit auflöst. Ich weiß es nicht. Was wollt ihr jetzt tun? Der Halborg zieht eine kräftige Brauen zusammen und wägt seine Möglichkeiten ab. Ich habe gemerkt, dass ich hier unten allein nicht überleben kann. Vielleicht gehe ich zurück in die Taverne. Warum kommt ihr nicht mit mir? Er schaut auf eure Gefährten. Wie es aussieht, habt ihr bereits genügend Helferbänden. Vielleicht wäre es wirklich das Beste, wenn ich zuerst einmal zurück ins Gasthaus gehe. Nochmals vielen Dank, dass ihr mir hier das Leben gerettet habt. Ich fühle mich noch nicht bereit, diese Welt zu verlassen. Auf Wiedersehen und viel Glück. Wo rennst du denn hin? Naja.
Wir umgehen das Ganze, indem wir hier eine magische Verknüpfung platzieren. Und dann gehen wir jetzt erstmal zurück in die Taverne und holen uns Dalen. Ach so. Jetzt muss ich... Warte mal, das Springen, ne? Verbraucht es auch Schurkensteine oder nur das Platzieren? Wir haben... Wie viel haben wir denn? 5. Wir haben 5. Jetzt springen wir mal zur ersten. Ach so. Indem ihr in das Reich des Seelenfängers... Ja, okay. Gut, ich dachte, man kann einfach so springen. Tag der Herr. Planares Portal. Ihr müsst erst einen Verknüpfungspunkt... Ja, ja, ja. So. Hier ist der erste, oder? Seelenfängertür. Planares Portal. Unterbergebene 1, Zentrum. Und hier ist die erste Tür, ne? Der Eingangsraum. Ja, bitte. wir haben jetzt weiterhin 5... Okay, 5 Schurkensteine. Das heißt, wir können locker immer Verbindungen... dingsen. Oh, gut, hier ist Grovel. Dekin. Ich glaube, es wird Zeit, dass sie unsere Wege trennen. Nein, Boss, nein, bitte nicht so etwas sagen. Dekin sollte... Wartet hier bis auf meine Rückkehr, okay? Zeit oder... Ja, vielleicht... Nein, zurück an die Arbeit. In Ordnung, Dekin warten hier, aber bitte komm bald zurück, Boss. Dekin können seine Geschichte nicht zu Ende schreiben, wenn er nicht sehen, was ihr so treiben. Schmück's ein bisschen aus. Volo ist da sehr gut drin. Ich sag nur Drache und so. Ich grüße euch. Dalen bemerkt euch. Eine ernste Miene weicht dem Anflug eines Lächelns. Er scheint sich wieder vollständig erholt zu haben. Schön, euch wiederzusehen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Komm mal mit hier. Und dann gehen wir dich mal ausrüsten. Oben im Schankraum müsste noch was sein. Und während ich das tue... Während ich das tue, Moment. Los, folgt mir, bleibt zusammen. Während ich das tue, verabschiedet sich Benton einmal von euch. So, Leute, Gruppenfoto. Guck mal, Benton und Dalen. Beide in Shorts. Bester Witz des Jahres.